Lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Monster Hunter Rise. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh, eine Zwischensequenz. Die erklären gerade das Jagdverhalten von denen. Ich meine, dem kann man den Schweif abbrennen. Drei Gespannte des Schreckens. Groß, Itsushi. Damit beginnt diese Quest. Diese epische Quest, wollte ich sagen. Aber erstmal muss ich das ganze Zeug wieder in die Kiste legen. So farmt man Munition, Leute. Ach, warte. Hund. Wo nicht? Ich will da oben lang, ne? Da oben war ja ein Käfer, den ich mitnehmen kann. Lass mich rauf. Ui. Ich habe so eine Ahnung, wo der große Itsushi ist. Na gut, man sieht's auch auf der Karte. Nochmal zurück. Seilkäfer mitnehmen. Und den Booster aktivieren. Jetzt wirst du getötet. So, jetzt müsste ich eigentlich hier mit der Technik so einen blauen Schaden machen, wenn ich den großen treffe. Nee, ich muss irgendwie einen Sprungangriff machen. Ah, ZA war's. Das ist so ein Konterangriff, den ich habe. Komm, zack. Waffe ausrüsten. Das wollte ich nicht. Ich will das in mein Schild rein tun. So, jetzt habe ich es in meinem Schild drin. Muss ja meinen Ultra-Angriff auch mal irgendwie aufladen. Nein! So, mein Ultra ist bereit. Und mein Hund hat offenbar Spaß. Schatz! 219. So macht man Schaden. Der weiß ja gar nicht, wie man trifft. Greif doch an, wenn ich das schon mache. So, friss das! Ich habe ihn den Schweif schon mal gebrochen. Das nehme ich natürlich mit. Es flüchtet! Auf den Hund und hinterher! Ach, wartet, ich müsste halt einfach mal aus Prinzip einmal kurz da hochgehen. Damit ich euch das richtig Cooles zeigen kann. Ich wollte jetzt eigentlich nicht vom Hund runter.
Das nehme ich auch mit. Einfach nur aus Prinzip. Ich muss auch für ein B zu drücken. Ich muss da hoch. Ich muss die Marionettspinne einmal holen. Dann kann ich euch was richtig Cooles zeigen. Es liegt eh auf dem Weg. So, die Marionettspinne war hier links. Da vorne liegt sie. Ja, da ist sie. Dann kann ich euch was richtig Cooles zeigen. Falls ihr das noch nicht kennt. So, schon mal ausrüsten. So, komm mal her. Ich zeige euch jetzt was richtig Geiles. So, jetzt ist das nämlich in so einem Reitbar-Status. Und jetzt kann ich da einfach auf das Vieh draufspringen und es reiten. Das kann man mit jedem Vieh machen, wenn man die Marionettenspinne hat. Man kann aber auch mit dieser blauen Leiste das sofort machen. Und jedes Vieh hat so eine berittene rechten Technik, die man ausführen kann. Jetzt könnte ich mit dem Vieh hier noch andere große Monster angreifen, aber es ist ja nichts da. Deswegen machen wir was richtig Cooles. Wir nehmen das Monster und schleudern es gegen die Wand. So, jetzt habe ich die Ballons gefunden und kann ihn einfach nochmal gegen die Wand werfen. Zack. Es hat noch den Seil von gerade eben dran. Das wollte ich halt einfach mal zeigen. Das wird im Online-Modus so häufig wahrscheinlich noch eingesetzt. Man kann die Viecher auch gegeneinander schleudern. Das ist so cool. Und offenbar wurde ihm gerade das Gesicht gebrochen. Oh, ich sehe gerade, ich muss mich heilen. Pass auf, ich habe einen Feuerkäfer. Ich mag ja, wie sehr. Ich weiß ja, wie sehr du Feuer magst. Ich suche und ich finde. Komm her. Ich geb dir jetzt auf die Nase, du Schreier jetzt. Huhu. Hier ist niemand anderes, den du holen könntest. Manche Viecher können nämlich so brüllen, um andere zu holen. Oh, meine Waffe ist stumpf, ich muss wetzen. Wettstein, go! Ich konnte noch fertig wetzen. Ich musste aufstoßen, sorry. Gerade so ausgewichen. Katze, mach was! Fries das! Es ist fast im Eimer, das Biest! Immer drauf, weiter draufhauen! Nur noch ein paar Schläge. Dann sind sämtliche Knochen kaputt. Ich finde das so cool, dass man sich auch einfach irgendwo in die Luft hängen kann.
So, hier will ich weiter. Dich kaufe ich mir. Du entkommst mir nicht. Ich bin ihm dicht auf den Fersen. So, jetzt wirst du meine Mega-Attacke fressen. Oder du weißt ihr komplett aus. Damit habe ich natürlich gerechnet. Der ist nicht nur im Eimer, der ist auch noch hungrig. Ich gönne mir mal die erste Hilfe. Sayonara. Besiegt. Loot. Lasst mich looten, ihr Scheißviecher. Oh, lecker. Der Jäger ist zum Gejagten geworden. Wartet. Ich suche was. Ja, diese Pose ist gut. Ah, das war erfrischend. Diese Quest haben wir gemeistert. Kann ich jetzt endlich Dangos essen? Irgendwer hat was Neues freigeschaltet. Ach, in der Zwischensequenzgalerie. Ich kann nicht behaupten, schon mal so viel Enthusiasmus bei einer Jagd auf einen Groß-Itsushi gesehen zu haben. Ich wusste, dass du gut bist. Aber was die Jagd angeht, setzt du komplett neue Maßstäbe. Vielleicht könntest du sogar... Dann schwafle ich denn für ein Zeug. Ich bin wirklich ein alter Narr. Du hast nichts gehört, ja? Nun denn, nach der dringenden Quest erwartet dich Hinoa mit der Stufe 2 Quest. Schau sie dir doch mal an. Ja, das war's mit der heutigen Folge zum Monster Hunter Rise. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss!